Eigentlich der größte Hauptgrund von verhaltensauffälligen Hunden, also die irgendwas zeigen, was auch immer, ist immer diese Unsicherheit. Steve, ich habe einen unsicheren Hund, deswegen passiert dies und das. Er ist unsicher, er ist unsicher, er ist unsicher. Und diesem Thema möchte ich mich heute widmen, weil das, ja, ich glaube, das Wort des Jahrtausends ist. Und deswegen, wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. So, ihr Lieben, ich bin Steve Keil. Schön, dass ihr heute hier auf unserem Kanal seid und wieder Bock habt auf einen kleinen Tagesimpuls. Und ich möchte mich heute, wie gesagt, zum Anfang eben schon diesem sehr, sehr wichtigen Thema von Unsicherheit widmen, weil eigentlich fast immer der Hauptgrund ist, mein Hund ist unsicher. Und deswegen will ich mal ein bisschen darüber reden, was das mit dir macht, wenn du das denkst, was jetzt überhaupt ein unsicherer Hund ist. Ob das jetzt negativ ist oder ob das gut ist oder gar nichts von beiden. Und ich will mit dir darüber sprechen einfach. Und vielleicht lässt du heute mal unter dem Video auch einen Kommentar da. Ist dein Hund unsicher? In was für Situationen? Wie gehst du vor allen Dingen damit um? Was macht das mit dir selber? Dieses, oh, der ist unsicher, ängstlich in die Richtung. Und vor allen Dingen, bringt dir das was, wenn du das jetzt mal hörst, was ich jetzt gleich zu sagen habe. Aber ich gehe mit dir erstmal an die Tafel, weil da habe ich ein bisschen was vorbereitet, können wir ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Und denk dran, kommentieren, abonnieren, ab an die Tafel. So, also ich habe ja gerade schon gesagt, der meiste Grund für alle Verhaltensweisen ist immer der unsichere Hund, also die sogenannte Unsicherheit. Und da habe ich mir mal so ein bisschen drüber Gedanken gemacht, weil das genau das ist, was wir eigentlich auch jahrelang schon immer wieder hören von Menschen. Und vor allen Dingen ist es immer so spannend, was das mit den Menschen an sich macht, weil es oft einfach auch nur wieder eine Gedankensache ist, tatsächlich. Ich will ganz kurz auf ein paar Sachen eingehen. Was ist jetzt Unsicherheit? Das ist jetzt der Hund, der zum Beispiel mit Umweltreizen schlecht zurechtkommt. Ja, der zum Beispiel mit Menschen das nicht so gern hat. Also die Menschen sagen Hallo und der Hund klappt die Ohren runter, geht raus, will mit anderen, also mit fremden Menschen keinen Kontakt haben. Der zum Beispiel mit Artgenossen nicht klarkommt. So ganz viele kleine Hunde, die dann sich hinter ihren Menschen verstecken und das nicht wollen und wegrennen und was weiß ich nicht. Hunde, die in neuen Situationen, also einfach so Sachen, die sie nicht kennen, Urlaub oder du fährst irgendwo anders hin, sage ich jetzt mal, also jetzt nicht unbedingt Urlaub, sondern du bist einfach mal woanders spazieren, dass die dann schon so unsicher sind, oh, wo sind wir denn hier und ich komme damit nicht klar. Geräusche, ganz klar, ne? Und was wir auch immer wieder haben, ganz oft sind Hunde, die beim Autofahren Probleme haben, also die auch da schlecht einsteigen, sich nicht sicher fühlen, schnell wieder weg wollen vom Auto und ich meine, dass der Hund Unsicherheit zeigt, das ist so ein Riesenspektrum. Das sind jetzt nur mal so ein paar angerissene Punkte. Und wichtig jetzt für dich jetzt erstmal zu verstehen ist, dass das nicht zwangsläufig Angstverhalten ist, okay? Weil unsicher sind irgendwie alle Hunde, auch stabile und sichere Hunde, die in gewissen Situationen einfach auch ein Stück weit überfordert sind oder es noch nicht kennen. Da komme ich jetzt gleich zu den Sachen. Aber für dich jetzt erstmal wichtig, Unsicherheit oder ein unsicherer Hund, das ist jeder irgendwo mal. Das bist du ja auch mal. Wenn du neuen Arbeitsplatz, neue Menschen kennenlernst oder so, bist du auch. Die meisten jedenfalls zum Anfang ein Stück weit unsicher. Und das ist erstmal ganz normal. Unsicherheit oder unsicheres Verhalten in irgendwelchen Situationen hier ist nichts Komisches oder ein Fehlverhalten, sondern das ist einfach eine Art und Weise, eine Strategie mit einem Konflikt umzugehen. Versteh das bitte, weil das ist ganz, ganz wichtig. Angst ist nochmal was anderes. Bei Unsicherheit bleibt man ambivalent, da bleibt man handlungsfähig. Das bedeutet, nehmen wir jetzt mal so ein ganz krasses Beispiel. Oh, da kommt ein fremder Mensch. Hallo, guten Tag. Ah, nee, nicht so anfassen und so. Aber kennenlernen würde ich dich trotzdem. Ah, nee, also dieses vor, zurück. Also es ist noch etwas da. Es geht noch etwas. Bei Hunden, die wirklich Angst haben, geht gar nichts mehr. Ja, die frieren ein, die gehen in die Flucht, die sind nicht mehr ansprechbar. Du kannst da Futter hinhalten, wie du willst. Es geht alles nicht. Bei unseren Hunden ist immer noch etwas möglich. Ja, und auch stabile Hunde können das haben. Ja, sie sind dann einfach in der Situation, die da jetzt entsteht, können sie es nicht richtig einschätzen. Sie wissen gerade nicht, was soll das. Also auch der stabilste Hund, so wie Hey Hey zum Beispiel. Beispiel, wir sind den Tag bei uns aus dem Garten rausgegangen, hing ein riesengroßes Banner im Wald. Achtung, Holzfällung, Durchfahrt oder Durchgang verboten. Der kommt raus, sieht das, schreckt richtig zurück, weil die Plane so geflackert hat, kriegt einen riesen Kamm, die Rute ist unten, er geht rückwärts und bellt und bellt und bellt. Jetzt ist er unsicher.
weil er sich erschrocken hat, weil er das Ding nicht einschätzen kann. Ist völlig normal, er ist aber trotzdem ein ganz stabiler Hund. Er kann es nur jetzt gerade nicht einschätzen. Was bei vielen Hunden so ist, sie haben keine Strategie selber gelernt oder auch beigebracht bekommen, mit Krisensituationen umzugehen. Also sie haben keine Idee im Kopf, was ich jetzt machen soll. Und bleiben in dieser Blase, ne? Ich nehme immer so gerne das Wort, und bleiben in dieser Blase hängen und werden halt alleine gelassen. Und dann gibt es natürlich auch Hunde, die mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich muss kurz zwischenhaken. Bitte jetzt fühl dich nicht angesprochen, wenn du einen traumatischen Hund hast, der wirklich Angst hat oder so. Das ist damit hier nicht gemeint. Es geht um den normalen Hund, der ständig unsicher ist und irgendwelche komischen Verhaltensauffälligkeiten hat. An der Leine zieht, nervös ist, schlecht auf den Rückruf hört, mit Artgenuss nicht klarkommt, immer mal wieder sich zurückzieht oder so. Ja? Der hat vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht. Der kleine Hund, der überfordert war, weil er einen großen Hund kennengelernt hat und der Besitzer, der auf den Arm genommen hat, sagt, nee, das wird so nichts, der hat Angst und so. Darum geht es. Und du darfst dich davon nicht beeinträchtigen lassen. Und das ist das, was ich dir jetzt eigentlich im Endeffekt sagen will. Weil was uns auffällt, ist, dass die meisten Menschen sich dieser Situation anpassen. Ja? Sie passen sich dieser Situation an. Sie lassen sich emotional davon triggern, dass ihr Hund gerade irgendetwas nicht kann. Oh, du gehst mit der Leine, er will jetzt nicht ins Auto, bleibt kurz über die, oh, nicht schon wieder ins Auto. Und die Menschen bleiben stehen und sagen, oh, er will nicht ins Auto. Warte, hier, Käse. Willst du vielleicht mit Käse reinkommen? Und sie fangen an, sich dieser Gesamtsituation anzupassen. Sie führen nicht mehr, sie sorgen nicht mehr für Sicherheit, sie haben selber keine Strategien. Deswegen als erstes, verstehen lernen, was da gerade los ist mit deinem Hund. Vielleicht ist er gerade in einem schwierigen Alter, vielleicht hat er mal kurz eine schlechte Erfahrung gemacht, der ist aus dem Auto rausgesprungen, hat sich irgendwie wehgetan, ist was auch immer. Und zeig dir jetzt unsicheres Verhalten. Versteh doch das erstmal, dass das völlig normal ist. So sind wir und so sind Hunde. Sie zeigen oft unsichere Verhaltensweisen. Und jetzt lass dich davon nicht emotional triggern, sondern bleib so, wie du bist und versteh das erstmal. Es ist okay, okay? Als zweitens, es ist völlig okay, dass das so ist. Aber hör auf, das hochzuheben. Oh, der mag, glaube ich, andere Hunde nicht. Ah, der hat bestimmt schlechte Erfahrungen. Nein, hat er vielleicht nicht. Hör doch mal auf, so zu denken, sondern hol ihn lieber ab. Und das ist das, was jetzt ganz wichtig ist. Du brauchst selber als drittens, um deinen Hund da rauszuholen aus diesem Loch, sage ich immer, oder aus dieser Blase, ist, dass du anfängst, mal selber Strategien zu entwickeln. Wie gehe ich denn mit meinem Hund richtig um, dass der gerne wieder ins Auto einsteigt? Wie gehe ich mit meinem Hund richtig um, dass der andere Hunde wieder nicht blöd findet? Wie gehe ich mit ihm um, wenn er zum Beispiel Menschen, die aufdringlich sind, dass er nicht so denken muss. Du musst lernen, deinen Hund zu verstehen, deine Umwelt zu verstehen, andere Menschen zu verstehen, Umweltreize wahrzunehmen, ja, Artgenossen ein bisschen lesen zu lernen und eine Strategie entwickeln, wie du deinem Hund hilfst, damit aus diesen haha, 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 endlich mal wieder was wird so, ja, das ist okay, ist blöd, aber ich passe auf dich auf, ich zeig's dir, wie es geht. Und das lernst du hier bei uns. Ja, du gehst auf www.hundetrainer-stevekeil.de und bewirbst dich hier und dann helfen wir dir, ja, dass du dich hier nicht mehr dieser Gesamtsituation anpasst und endlich anfängst mal was zu machen und nicht immer nur so, oh Steve, mein Hund ist unsicher, deswegen geht das alles nicht. Nein, es geht. Du musst nur anfangen, es zu machen. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du mal einen Kommentar da lässt, wenn du auf unseren Instagram-Kanal gehst, Facebook, unserem Podcast, ein Abo da lässt, damit du immer mitkriegst, wenn wir wieder neuen Input für dich haben. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Euer Steve, macht's gut.